herzlich willkommen bei Budo Sports. Das ist Nils und ich bin Anna und heute erklären wir euch eine Hebeltechnik. Okay, legen wir los. Genau. Und zwar werde ich jetzt gegriffen. Den Hebel habt ihr schon mal gesehen und zwar im letzten Video, wo es um das Hintengreifen ging. Jetzt ist es so, wir werden vorne gegriffen und wir gehen mit unserer Hand nicht hier an die vordere Hand, sondern an die hintere. Ziehen die rum, gehen mit unserem Unterarm auf den Ellbogen, haben hier auch schon so einen Handhebel, wo wir praktisch die Hand Richtung Körper drücken. Dann wird es schon ein bisschen unangenehmer. Hier mit dem Unterarm auf den Ellbogen drauf. Wir gehen praktisch mit unserem Partner nach unten, können ihn noch so in die Länge ziehen, dass er sich hinlegt. Genau. Gut. Das gleiche dann nochmal. Genau, und jetzt bist du dran. Genau, am besten mit dem Daumen auf dem Handrücken greifen, rumdrehen. Genau. Und nach vorne. Perfekt. Ich würde sagen, das war jetzt die Technik. Natürlich könnt ihr nicht von Anfang an gleich sofort hebeln. Man muss auch eine Schocktechnik mit einbringen, also den anderen überraschen, wie zum Beispiel einen Tritt gegen das Schienbein, zwischen die Beine, Schlag zum Bauch oder den Gegner anschreien, halt verwirren, sodass er nicht auf das achtet, was ihr da gerade macht. Gut, dann würde ich sagen, sind wir fertig. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.